är besant. Sankar den man, unser Idol geht nun zurück nach Dänemark. Guckt Schalke in TV. Ja, darüber habe ich nicht spekuliert. Du bleibst unvergessen. Und wir fragen, wer schießt jetzt dem Gegner die Bälle um die Ohren? Der Kuranski sicher nicht. Jetzt sind dann andere Spieler gefragt. Und es sieht so aus, als ging mit dir die Schalker Seelenwelt. Unser Ebersand verdient einen Gedenktag. Ebbe läuft an, kurzer Anlauf drin. Und wenn Schalke wieder Meister wird, dann ist uns klar, der Ebbe hat uns unterstützt. Das war natürlich auch ein Ziel für mich und deswegen habe ich mich auch besonders gefreut. Wer ist das? Ebbe Sand und der schießt das 1:0 in der 89. Minute. Goodbye, Ebbe Sand, Schützenkönig. Im Schalker Sturm warst du unersetzlich. Wirst immer knappe sein. Das ist meine normale Torquote. Du bleibst unser Vorbild. Und wir fragen, auf wen sollen wir unsere Hoffnung setzen? Wer haut jetzt die Pille rein? Ebbe Sand, Tor in der 90. Und es sieht so aus, als ging mit dir die Schalker Seele mit. Denn mit Ebbe Sand geht einer unserer Besten jetzt. Ja, wir sind natürlich alle enttäuscht. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann ist mir klar, der Ebbe spielt noch weiterhin, noch mindestens ein Jahr. Ach, das werde ich ja wohl hinkriegen. Das ist immer noch machbar. Ja, heute ist es uns wieder gelungen, ein schnelles Tor zu machen. Ein Sieg, jetzt müssen wir auf Sieg spielen. Goodbye, Ebbe Sand. Gelsenkirchen wird Schulen und Straßen nach dir benennen. Und Kneipen sowieso. Was die Fans machen, das werde ich einfach genießen. Unser aller Liebling. 10 Spiele hintereinander, nicht verloren. Unser Bester, unser Garant für schöne Tore. Unser Kämpfer, unser Stolz. Ebbe Sand mit einem Lupfer über hier. Und es sieht so aus, als ging mit dir die Schalker Seele mit. Ja, wieder frei gespielt und unser Ebbe Sand verdient einen Gedenktag. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Und wenn Schalke wieder Meister wird, dann ist uns klar, der Ebbe hat uns unterstützt, nur weil er bei uns war. Das ist natürlich immer schwer zu erklären. Los, Ebbe, spiel weiterhin, noch mindestens ein Jahr. Dankeschön und vielleicht doch noch ein Rotwein, oder? Ja, das auf jeden Fall.